So viel erstmal dazu, zu dem, wir glauben an einen Teil und vielleicht an einen anderen Teil. Aber die Ulul Amr, diejenigen, also Imam Ali alayhi salam, Imam Hassan alayhi salam, Imam Hussein alayhi salam und die neun unfehlbaren min Dhurriyyat al-Imam al-Hussein aus Imam Hussein alayhi salam. Diese Ulul Amr sind nicht nur in der Sura An-Nisa, Ayah 59 erwähnt worden. Zum Beispiel gibt es auch in der Sura Al-Ma'idah, in der Ayah 55, Allah sagt, eure Beschützer, also wir sollen erstmal denjenigen folgen, die Befehlsgewalt haben. Also wir sollen erstmal Imam Hassan, Imam Hussein und so weiter, wir sollen ihnen folgen. Und hier sagt Allah aber nicht nur ihnen folgen, nein. Eure Beschützer sind sie. Eure Beschützer sind wahrlich Allah und sein Gesandter und die Gläubigen, die das Gebet verrichten, die Zakat entrichten und sich vor Allah verneigen. Und ebenfalls werden diese Gläubigen, die im Koran erwähnt werden, das heißt, das sind keine Gläubigen, normalen Gläubigen, das sind Gläubige, die im selben Atemzug mit Allah und seinem Propheten erwähnt werden. Das sind Gläubige, die im selben Atemzug erwähnt werden. Und das sind Gläubige, die dieser Zakat entrichten, die sich vor Allah verneigen. Das sind sie auch. Oder Imam Ali a.s. wird auch in der Sura An-Naba erwähnt. An-Naba al-Azim. Wer die Sura An-Naba lesen möchte, den Anfang, er soll den Anfang davon lesen, der Sura An-Naba. Er wird merken, dass dies wirklich Imam Ali alayhi salam meint. Denn er sagt, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und sie werden sich uneinig in diesem Naba sein. In diesem Naba al-Azim werden sie sich uneinig sein, die Muslime. Und wir Muslime, in welchen Booten Allah sind wir uns denn uneinig? In wem? Aber Allah sagt, wahrlich, sie werden dennoch sehen. Lies inshallah den Anfang des Surah An-Naba. Das erstmal zu dem Hadith, dass auch die Sunna des Propheten uns den Tafsir dazu geben kann, dass sie wahrlich im Koran erwähnt worden sind. Und jetzt kommen wir noch zu einem Punkt, der ebenfalls zu dem ersten Punkt passt. Und dieser Punkt ist, erstens ist es kein einmaliges Phänomen. Das ist kein Phänomen, dass im Koran ein Name von einer Person nicht erwähnt wird. Würde es zum Beispiel, sagen wir mal so sein, dass jede Person, die im Koran erwähnt wurde, mit ihrem Namen erwähnt wurde. Wenn das so wäre und nur unsere Imame wären nicht mit ihrem Namen erwähnt worden, dann hätten wir noch sagen können, okay, jetzt gut, was machen wir jetzt? Aber so ist das nicht. Es gibt so viele Beispiele, wo die Imame, nicht nur die Imame, wo viele andere, die im Koran erwähnt worden sind und wir nur durch Ahadith ihre Namen kennen. Die Ashab-ul-Kahf, die Frau des Pharaos, der Pharao selbst, Suleyha, Asya. Das erstmal zu diesem Punkt. Das heißt also, dass eine Person nicht namentlich, sondern mit einem Titel erwähnt wird, ist erstmal kein Phänomen. Das taucht öfter auf. Und bei anderen Personen als nur unseren Imamen. Und jetzt kommen wir dazu, dass die Imame nur mit ihrem Titel erwähnt werden. Sie werden nur als, zum Beispiel Imam Ali wird als Naba'il Azim erwähnt. Oder die Imame werden als Ulul Amr erwähnt. Was bedeutet das? Das ist im Arabischen eine Ehrung dieser Personen, eine Schätzung dieser Personen, dass sie nicht mit ihrem Namen erwähnt werden. Der Prophet, unser Prophet, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ist der einzige Prophet, der im Koran, Allah hat ihn im Koran nicht ein einziges Mal mit seinem Namen getadelt. Nicht ein einziges Mal wurde der Prophet mit seinem Namen getadelt. Nicht einmal. Allah sagte, ja Musa, aber Allah sagte nicht, ja Muhammad. Das ist eine Ehrung im Arabischen, wenn sie mit ihrem Titel, wenn sie mit ihren Merkmalen erwähnt werden und nicht
mit ihrem Namen. Ja, ayyuhar Rasul, aber nicht ja, Muhammad. Sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wir sehen also, bei Allah, es ist keine Schmähung, dass sie mit ihrem Namen nicht erwähnt worden, sondern eher eine Ehrung. Das ist sogar eine Ehrung. Das stellt ihre Position sogar höher. Das muss man sich erstmal vorstellen. Das erstmal dazu. Viele sagen natürlich auch, wenn ich den Koran lesen würde, ohne einen schiitischen Tafsir, würde ich nie darauf kommen, dass das und das gemeint ist. Ja, richtig. Richtig. Aber auch wenn du ein Sunnite bist oder ein sonst was bist, das hat gar nichts mit dem Madhab zu tun. Egal welchem Madhab du angehörst, wenn du den Koran liest, wirst du ohne den Tafsir nicht wissen, was das bedeutet. Das ist überall so. Das ist kein Phänomen, das es nur in der Schia gibt. Das ist im Islam so. Genau wie Imam Ja'far al-Sadr alayhi salam eben gerade noch sagte, eben gerade erwähnte, dass er das noch sagte. Das Gebet, wir wüssten nicht, ob es 3 oder 4 Raka'a ist, wenn wir keine Tafsir vom Propheten dazu hätten. Das Gebet, das ist doch das Kleinste. Die Zakah, die Hajj, die von Allah Pflicht ist. Wir wüssten nicht, dass wir 7-mal umrunden müssen. Wir sind damit aufgewachsen und denken hundertprozentig, wir müssen 7-mal die Kaaba umrunden. Keiner würde auf die Idee kommen, 8-mal zu sagen oder 6-mal zu sagen. Damit sind wir aufgewachsen. Wir sagen, 7-mal musst du die Kaaba umrunden. Aber wenn ich jetzt sage, oh, das steht ja nicht im Koran. Heißt es, das ist ungültig? Nein, das ist nicht ungültig. Imam Ali sagte, ich kam mit dem Koran und mit der Sunna des Propheten. Die Sunna des Propheten gehört dazu. Dieses nur koranitische Denken, so nenne ich es mal, dieses nur koranitische Denken gibt es im Islam nicht. Das gab es nur bei einer Person. Nur eine Person hat das gesagt. Aber nicht der Prophet und sonst keiner. Wir kennen den Hadith und folgt dem Koran und meine Ahlul Bayt. Wir sagen, die Ahlul Bayt ist uns auch für uns die Sunna. Für die Sunniten ist die Sunna an sich die Sunna. Das heißt, ohne die Ahlul Bayt, einfach das, was der Prophet sagt, ist Sunna. Hadith al-Thaqalain, entweder heißt es, folgt dem Koran und meiner Sunna oder folgt dem Koran und meiner Ahlul Bayt. In beiden Fällen heißt es Sunna. In keinem Fall spricht er nur vom Koran. In keinem einzigen Fall. Außer am Donnerstagsunglück, als einer sagte, wir brauchen nicht, was er sagt. Also der Prophet sallallahu alaihi wa sallam. Nein, wir haben das Buch Gottes, Kitab Allah, und das reicht uns. Und das genügt uns. Und diese Idee, dass nur der Koran uns genügt, wurde an diesem Donnerstag von diesem Mann gegründet. Davor gab es so etwas nicht. Und jetzt stellt sich mir noch die eine Frage. Wenn das stimmt, was dieser Mann sagte, der zweite Khalif ist, Khalifatullah ist er, im Glauben vieler Muslime. Wenn dieser Mann also recht hatte, er ist ja Khalifatullah, also muss er irgendwo doch recht haben, wenn er dann in diesem Sinne Khalifatullah ist, wie es von einigen akzeptiert wird, dann müssen wir... Ja?